Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es, wie angekündigt, mit Toms Japan-Projekt los. Genau. Das erste Projekt war ja erstmal, dass er überhaupt eine Supra findet. Das zweite Projekt ist, dass er heute wirklich in Jeans hier steht und nicht in Jogginghose. Ja, als Supra-Fahrer, ne, muss man ja noch eine Jeans anhaben. Wir haben euch ja, es gab ja schon ein witziges Video, wo ich das erste Mal einen Rechtlenker gefahren bin. Das war tatsächlich nicht diese Supra, sondern jetzt ist zwar das Lenkrad an der richtigen Stelle, dafür fehlt ganz links ein Pedal. Das ist nämlich so eine langsame Automatik. So, es gibt einige, die feiern diese Automatik. Das werden wir heute rausfinden. Erstens, wie cool sich das Ganze fährt. Zweitens, wie man das Ganze umbaut. Ja. Grob zur Supra, hauen wir ein paar Eckdaten raus. Jetzt zu dem Fahrzeug. Warum jetzt eine andere Supra und nicht mehr die alte? Weil ich glaube, das wäre mit dem Linkslenker mal zu krass gewesen. Zu viel Aufwand. Und da ich einen guten Preis von mir gekriegt habe, habe ich mir gedacht, dann kaufst du einfach Linkslenker. Problem bei Supra auf Linkslenker bauen ist nämlich, man muss die ganze Spritzwand ändern. Ne? Genau. Bei Audi kannst du einfach umstecken, glaube ich. Ne? Ja, also, da sind zumindest die Löcher da teilweise. Ja, genau. Aber hier ist diese Ausbuchtung ist komplett anders. Ne? Da gibt es wirklich welche, haben wir im Internet schon gesehen, die wirklich das mit dem Hammer einfach ausbeulen, damit es dann passt. Ne? Ja, quasi einmal alles gespiegelt. Ne? Mhm. Jeder Halter, alles. Sonst zu der Supra, die letzte hatte ja immerhin Luffy und einen Auspuff. Ne? Genau. Die ist jetzt Vollstopp. Und Felgen und Fahrwerk. Man muss jetzt auch wirklich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr den Presslufthammer da hinten gerade hört. Der ist auf jeden Fall lauter als das Ding, weil die läuft gerade. Die läuft wirklich gerade. Also das ist schon krass. Du fährst auch mit. Ja, weil wirklich, du hörst ja wirklich fast gar nichts, ne? Klingt so ein bisschen, finde ich, wie so ein Benz. Weißt du, so ein rein Sechszylinder von Benz, so ohne Auspuff, ohne alles. So ein ganz alter. Nö. Wir haben uns nur lustig gemacht, weil das Ding so leise ist, obwohl das Ding schon läuft. Weiß ich, was egal. Das ist der Pre. Echt? Ey. Der Presslauf haben wir lauter da hinten. Tatsächlich, ganz guter Zustand das Ding noch, ne? Total eigentlich. Also klar, so sitzen, wo du mal einsteigst und so, ne? Also, fetter hätte man halt auch wirklich nicht draufschreiben können. RND 2 und L. Okay, jetzt hier ist kleiner Konstruktionsfehler. Kassette kriegt man den P nicht raus. Ist dir schon mal aufgefallen? Nee. Geht nicht auf, also Katze. Geil, mit Kassettendeck noch. Ja, nee, aber eine komplett originale Supra zu finden ist glaube ich, gar nicht so einfach, ne? Und da ist das ja auch noch ein beliebter Motor, ne? 2Z GT ist es ja immer. Ach so. Also 2Z ist es immer, GE ist der Sauger und GT ist Turbo. Aber ich glaube, jede Linkslenker EU, also Deutsche, hat Turbo. Oder ist Turbo. Bin ich der Meinung. Originalscheinwerfer? Ja, wurde die schon mal gemacht? Nein, original. Was? Von einer älteren Dame gefahren worden. Ich glaube von 98 bis vor einem Jahr. Man denkt halt wirklich erst aus, ne? Das ist halt das Krasse bei diesen japanischen Motoren, die machen halt kein Geräusch, ne? Ja. Da tickert nichts, da surrt nichts. Bisschen traurig. Ey, was das hier ist, das hier Ram Air für Kuma oder was? Ja. Hä, aber das ist so Kuma oder so. Krass, da geht die Luft echt hier durch und kühlt den hinteren Lader oder den Krümmer. Mittlerweile muss man ja auch dazu sagen, ist man schon so weit, dass relativ viele sogar sagen, dass die Original-Turbos gar nicht so schlecht sind. Ne? Mhm. Also ich glaube, da gibt es einige schon, die auch so irgendwie 450, 500 PS waren, oder? Als Upgrade dann. Da ist ja auch Upgrade, glaube ich. Da ist ja noch ein Unterschied. Ich glaube, EU-Turbos und irgendwelche anderen Turbos. Genau, EU und Japaner sind anders. Die einen können mehr drucken, die anderen halten länger. Wieso rum? Irgendwas. Ja. So, pass auf, jetzt würde ich sagen, standardmäßig müssen wir das Ding einmal wiegen, weil ich bin der Meinung, die Supras sind gar nicht so schwer. Mhm. Ich tippe 1600 aus dem Bauch raus. Ja, gut, das hätte ich auch gesagt. Ja, ist immer einfacher, ne? Ich immer erstmal was sage, sagen die anderen immer, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich versuche jedes Mal wieder, dass der andere. Ich habe schon mal einen Schein geguckt, weil es dieses Person schon mal gab. Fahr drauf hier. Alter, mit Burnout. Stopp! Junge, wie die anwuppt, Alter. Portemonnaie mit rausgenommen? Wäre sehr leichter. Nochmal wieder hier Vorführeffekt. Werden alle wieder denken, wir haben sie schon gewogen, haben wir aber wirklich, ja, nicht. Wirklich nicht. 1612 Kilo. Also 1612 Kilo Tank. Leer, weiß ne? Weiß ich gar nicht. Richtig keine leer. Nee, halb voll. Okay, aber krass, weil wenn man sich jetzt überlegt, voll Serie. Du kennst leer. Voll Serie heißt, wenn ich jetzt nur so mal kurz überlege, wo Potenzial ist. Klar, Problem ist, die Supra-Jungs machen immer so einen Turbolader drauf. Die werden leider meistens nicht leichter, aber sie werden immerhin nicht schwerer, weil das Ding Viech, was da drin liegt, ist definitiv schwer. Ja. Automatikgetriebe wird definitiv ein bisschen schwerer sein als Schalter, nehme ich mal an.
B-Turbo Downpipes, ja. Auspuff. Voll Downpipe ist Guss, glaube ich, bis ja. knapp Achse. Dann hier die diese wahnsinnig Leichtbau krassen 17 Zoll. Wobei die auch relativ leicht sein werden, ne? Das ist bestimmt hier, könnte ich mir vorstellen. Aber ehrlich gesagt, muss ich jetzt sagen, wo ich vorstehe, finde ich die Felgen irgendwie passend. Ja, ja. Also nicht so schlimm, wie man es eigentlich immer so... Auf dem Bild war schlimmer, Leute. Genau. Bild war schlimmer. So, okay. Ja, wir fassen zusammen, 1612 Kilo. Das heißt, die gemachten Supras mit Schalensitzen und so weiter, werden schon alle so 1500 liegen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber Diff und so ist schon ein guter Klopper immer, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Differential schon richtig krass großes, V160 auch. Getriebe. Ja, aber Automatik, glaube ich, Viergang nur, ne? Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine Runde, weil ich will unbedingt einmal so eine Automatik Supra fahren, bevor, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, wir nämlich anfangen, beziehungsweise Tom, alles, was Automatik ist, rausreißen, Schalter rein. Mhm. Wie ist das mit Motorsteuer? Ist das scheißegal? Kann das einfach so? Das sehe ich dann. Okay. Aber ich sag mal, so rum ist ja immer einfacher als andersrum. Ja. So, ne? Automatik einbauen, weil normalerweise, ich denke mal, das Steuergerät braucht da rein. Also es läuft auch ohne. Na, noch Rechtshänger gewohnt, wa? Weil du rechts einen Hund gesucht hast. Geil. Kann ich den Sitz verstehen? Ja klar, ist auch elektrisch. Alleine die Koffer werden doch hier wieder, die Sitze werden doch wieder so eine halbe Tonne wiegen. Fuffi. Ja? Ah, geil. Jetzt sogar dann sogar mit EU-Tacho, ne? Mhm. Was ist der hier? Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Also drückst du auf, dann steht da immer manuell. Das ist Overdrive aus. Sprich, der vierte wird nicht mit reingenommen. Mhm. Klima hat er. Immer wieder geil, wie diese Haube höher ist ja. als das Auto eigentlich so. Ja. Ne? Also gefühlt fährt das Auto jetzt schon so. Ja krass, aber musst du ja echt aufpassen, dass du überhaupt dran denkst, dass der Motor an ist so ungefähr. Ja. So leise ist das Ding ja. Was ist so den Step, den du machen würdest, leistungsmäßig? Straße. Das ist schwierig, bei Supra eskaliert eh immer. Das Problem ist, ja, die Supra-Leute nehmen halt immer einen riesen Turbo. Mhm. Weißt du, da müsste man sich halt schon so ein bisschen irgendwie zusammenreißen. Ne? Und müsste einen Lader nehmen, der jetzt nicht ganz so groß ist. Ne? Deswegen. Das ist halt immer bei einer Supra halt schwierig. Ja. Wo ich halt immer so ein bisschen Zwiespalt habe, weil wenn der Lader groß ist, kommt das später, ich glaube, du hast mehr Traktion, Anführungsstrichen, weil es ja später kommt. Wenn du so ein Drehmomentmonster hast, ist das natürlich ein bisschen doof. Da geht's mal einen Gang runter hier. So von alleine fährt, weißt du? Mhm. Wo man wirklich nichts machen muss. Wo man jetzt nicht so das Gefühl hat, das Ding bricht gleich aus irgendwie so, ne? Fährt wirklich perfekt. Fahrweg ist ja auch noch voll original. Alles Serie. So, aber man kann immerhin sagen, konstant zwischen 13 und 14 Sekunden. Ja. Das macht da echt gut. Ja, so ich würde sagen,
So viel erstmal zum Thema Supra-Automatik. Ich find's cool. Ich würde es nicht umbauen. Okay. Ja, jetzt reißt er einmal alles raus. Ja. Und dann steigen wir ins Video wieder ein, wenn wir mal Schalter plus Automatik vergleichen. Ja. Genau so machen wir's. Also mir ist auf dem Rückweg gerade nochmal aufgefallen, die Übersetzung von dem Getriebe ist schon perfekt. Das muss man definitiv sagen. Erste Gang so, ich würde jetzt mal sagen so bis 60, zweite 130, dritte 200 knapp darüber. Ne? Also wenn das Getriebe hier ein bisschen Leistung abkönnte und natürlich es mit Leistung auch noch vernünftig schaltet, bin ich definitiv ein Fan von dem Automatikgetriebe. Jetzt kein Vergleich zu einem Schalter, aber ich weiß noch, früher, vor 10 Jahren, war das so ein absolutes No-Go, eine Automatik-Supra zu fahren. Hatte man so gar keinen Bock drauf. Ne? Heute, andere Zeiten, generell schwerer an so ein Auto ranzukommen. Also wenn man, ich sag jetzt mal, 600 PS so zum Laufen kriegt, dass das so fährt, dann glaube ich, ist so ein Auto auch schnell. Klar, ja. So, also man kann immer als Pi mal Daumen Richtwert sagen, doppelte Leistung, halbe Zeit. Das heißt, übertrieben gesagt, wenn das Ding jetzt hier statt 330 660 PS hat, müsste der Koffer so im 7-Sekunden-Bereich fahren, 6-7 Sekunden. Schon nicht schlecht. Und 1200 PS 3,5 Sekunden, ne? Passt ja. Einmal, ja. So, nee, das kommt schon. Kommt schön. Für 660 PS, 6-7 Sekunden wäre dann schon wieder langsam im Verhältnis für so ein Auto, aber es ist halt ein Automatikgetriebe. Ja. Deswegen. Ich find's gut. Ich feiere das Getriebe. Jetzt kann's ausgebaut werden. Das geht noch beschissen hier rein, rauszusteigen als vorher, ey. Das ist genauer zu zeigen. Das ist jetzt hier alles raus. Das musste ich alles ausbauen, damit ich hier dran komme. Das hier muss ich jetzt alles hier ausschneiden. Noch irgendwo vorgeprägte Löcher. Hier zum Beispiel, wie man das erkennt. Da. Und da kommt dann hier zum Beispiel. Da ist noch eins. Da kommt dann ein Blechfundteur da rein. Wenn ich das gerade noch mal finde, dann zeige ich euch das. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Hier unten, seht ihr diese Kante hier, wo mein Finger ist? Bis dahin muss ich hier, wo diese Kante hier lang führt, alles ausschneiden. So. Das sieht alles noch gut aus. Hier schwitzt er ein bisschen. Aber sonst eigentlich im akzeptablen Zustand.
Also, wenn alles geklappt hat, habt ihr gerade tatsächlich einen Zeitraffer gesehen? Mit ein paar coolen Moderationen aus dem Hause Wozni? Eins plus. Ich freue mich drauf, das Material zu sehen. Fertig geschnitten ist vielleicht besser in dem Fall, ne? Ja. Ist auch viel Schrottbein. Ich glaube, ich würde mich am liebsten bei dir sogar hinstellen und würde mir jetzt Minute für Minute das angucken, um zu gucken, was ihr so an Scheiße gelabert habt die ganze Zeit. Nee, ich habe nur gedacht, dass keiner da ist. So, auf jeden Fall, hier haben wir unser Automatikgetriebe, wo wir eigentlich recht von begeistert waren. War jetzt das Baujahr finde ich schon. Ja, ja, vom Fahren her fand ich es eigentlich auch cool. Aber das Getriebe war auch frisch, also die haben es wirklich gepflegt anscheinend. Ne? Ja. Also wirklich frisch so drin gewesen. Sind die noch wertvoll? Gibt es noch Geld für Dinge? Ja, ja. Das ist halt krass, die Japaner haben halt überall die Feingewinde drauf, ne? Katastrophe, kannst nicht mal irgendwie von der Arbeit neue Schrauben mitnehmen, weil das Feingewinde ist. Von der Arbeit Schrauben mitnehmen. Okay. Ja. Okay, das heißt, Schaltgetriebe ist drin. Kardanwelle wurde logischerweise getauscht. Genau. Diff ist jetzt noch das kurze drin. Genau, das Automatik-Diff. Das ist das Schaltdiff. Genau. Das ist ein bisschen größer und länger übersetzt. Ja. Finde ich aber besser, dass das kurze noch drin ist, weil mit dem kurzen können wir auf jeden Fall besser gleich eine Zeit fahren und sehen eigentlich, was nur das Getriebe ausmacht. Mhm. Weil wenn wir es natürlich wieder länger übersetzen, wird es natürlich eigentlich wieder langsamer. Ne? Ja. Ja, ich glaube, es ist wirklich die einzige Supra, die ich in meinem Leben kenne, die wirklich original ist. Ne? Noch. Wo wirklich der Auspuff so drunter hängt, die Downpipe original ist. Das ist wirklich brutal. Hat der vorne schon eine Alu-Achse? Muss nur das Stück, glaube ich. Ich glaube, nur das Stück hier, wo der Motor drauf sitzt. Krass. Ja, die haben schon viel gemacht damals. Mhm. So, hier sehe ich allerdings Tuning. Ja, habe ich leider nichts anderes gehabt. So, hier sehe ich Kupplung. 1, 2, 3 Scheiben. 3 Scheiben, ja. Und 3 Scheiben sind da. Dann dazu ein Zentralausrücker, was der immer hat. Nur musst du haben, weil die Originale wird gezogen. Und der drückt halt. Das wird dann komplett umgebaut, ne? Genau. So, und dann halt dementsprechend nach außen gelegt, Leitung, Entlüften und so weiter. Ne? Wie war der Umbau sonst so im Innenraum? Ja, ein bisschen aufwendiger, musste halt Löcher bohren, die waren schon vorgestanzt, ist das ganz Gute. Also für den Nehmerzylinder, für den Geberzylinder, das waren 3 Löcher. Und dann in der Spritzwand. Genau. Ja, und die anderen Löcher waren, 2 im Innenraum waren schon vorgegeben. Aber die Pedalerie und alles, gibt sowas noch normal zu kaufen? Also kannst du jetzt alles noch kaufen bei Toyota. Neu oder hast du jetzt eBay aufgemacht? Alles neu. Alles neu. Ganze Pedalerie alles neu. Alles neu, ja. Jede Leitung, jeden Scheiß neu. Gibt es alles neu, okay. Und was kostet eine Leitung? Die Leitungen, ich muss dazu sagen, ich habe wegen der Leitung eine Starfix-Leitung gemacht. Ja, klar, weil da ist ja anderes Ausdruck. Aber er würde mich hier nur mal interessieren, ob reden wir da jetzt von 2.000 Euro Teilen? Nein. 1,5. Das wären die 3 Leitungen. 107 Euro bei Toyota. Das ist eigentlich okay. Finde ich auch. Ja, für gebogen und so weiter. Und vor allen Dingen, wie alt das Auto ist, dass es noch Teile gibt. Ah, und jetzt, weil du die 3 Scheiben drin hast, mit einem anderen Ausdrucker, hast du dann gesagt, dann endet das Stück endet dann hier irgendwo, dann kommt nochmal das Zwischenstück hier zwischen, dann wird es hier angeschraubt. Ja. Ganz katastrophal. Okay. Das Einzige, was ein bisschen aufwendiger war, war natürlich der Mitteltunnel. Also der Mitteltunnel an sich passt schon mal für das Getriebe. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Schalter und Automatik. Aber das Einzige, was anders ist, ist der Kollege. Das heißt, das eigentliche Blech, was wirklich im Tunnel drin ist. Genau. Ja, das sieht ein bisschen... Ja, ist immer so, um das rauszukriegen. Aber was war an dem Schalter jetzt anders? Der Schaltertunnel sitzt ein bisschen höher. Also hier ist das nur raus und da sitzt jetzt der Schaltertunnel drin. Der ist jetzt so ein Stück höher. Okay, das heißt, das Blech ist aber genauso wieder eingesetzt. Genau, wieder. Ja. Schweißpunkte aufgebaut, neue rein. Und du hast dann aber das Schalterblech quasi eingesetzt. Genau, kriegst auch bei Toyota noch. Gibt's auch noch so? Ja, kostet? Ich glaube 80 Euro. Krass. Ja, ich habe mich auch erschrocken. Audi, sieht das anders aus. Genau. Ja, okay, das heißt eigentlich, wenn man die ganzen Teile so kriegt, ist so ein Schalterumbau bei der Supra eigentlich überschaubar. Genau, außer halt Getriebe. Also klar kannst du BMW-Getriebe nehmen, so gibt es Adapter jetzt für. Aber das originale V160, 161 gibt es nicht mehr neu zu kaufen, ne? In Amerika haben es noch ein paar Leute, aber wenn du zu Toyota gehst, glaube ich nicht. Gibt's nicht mehr, ne? Nee. Okay. Hier ist Wandler drin? Nee, da war noch Wandler ist doch drin hier im Getriebe. Ach, hier steckt er, hätten wir reingeguckt. Ah ja, tatsächlich. Da ist dann nur diese Scheibe hier zwischen, die ist an die Kurbel geschraubt. Tschung, und dann also. Tschung, ist das eine riesen Klumpen. So. Und das ist nur diese Scheibe? Ja. Sehr witzig, guck mal, dann geht die ganze Kraft geht tatsächlich über diese. Na gut, also der kommt drin, ne? Aber ob du das ja, klar, aber es geht dann ja trotzdem nur hier rüber.
Die massiven 441 Newtonmeter. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Sonst war es nur Pedalerie. Bist du jetzt schon mitgefahren oder gar nicht? Ich bin ja Kilometer vielleicht. Weil ziemlich Getriebe drin war. Das heißt auch noch gar nicht richtig. Nee, so richtig nicht. Angerissen, das Ding. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ging ja dann doch recht einfach. Ja. Ist ja jetzt auch alles erstmal nur das Warm-up für das, was mit der Super am Ende passiert. Genau. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal runter. Bis 10.000, das kann ich ja gut sehen. Krass, wie groß diese Zahlen sind. Mhm. Aber das heißt, das ist ein originaler TRD nein, oder ist das jetzt? Nein, nein. Baut einer in der Schweiz um. Original TRD erstmal finden ist das nächste Ding und dann wollen die so viel Geld dafür haben, da bist du im ersten Gang, ne? Hol die auch. Hol die Tür so drin. Na gut, nicht, dass du jetzt den Grill hier mitnimmst. Aber habe ich richtig verstanden, dass wir reden jetzt hier von einem Serien-Supramotor mit einer 3-Scheiben? Ja. Ja, ich habe nichts anderes gehabt. Die Kupplung ist echt brutal. Schon viele Kupplungen. Die ist gefahren. Auch nagelneu, die ist auch nicht eingeschliffen, ne? Ja, ich habe viele Kupplungen. Aber normalerweise sind die, wenn sie nagelneu sind, noch weicher. Kann ich hier zurückwenden. Ah, perfekt, dann wird es natürlich richtig besser, wenn es eingeschliffen ist. Was solltest du eigentlich? Naja, eigentlich. Man sieht nicht so viel. Ich bin einfach rückwärts in die Halle gefahren. Nee, wenn die sich jetzt einschleift, wird die leider noch schlimmer. Ja. Dann vorher das Witzige ist. Gefühlt ist es bei dem Auto so, du hältst die Kupplung und der fährt dann auf einmal los. Naja. Sicher, dass alles richtig entlüftet ist? Naja. Und die ganzen Geräusche, die man jetzt hier hört, kommen natürlich auch genau daher, weil mit der 3-Scheiben fängt natürlich das ganze Getriebe an zu rasseln. Ne? Alter, ich komme vor wie der übelste Fahrradfänger hier. Ja, aber jetzt hast du immerhin endlich deine Linkslenker-Turbo-Supra-Schalter. Ja. So, also wir waren 13,8 gefahren, 100-200. Mhm. Das Ding ist so leise, Alter, dann denkt dir, das Ding ist aus. Ich kann so schnell durchfahren. Wie ist das bei der Kupplung? Muss man die begrenzen? Nein. Okay. Dass sie kraftvoller fährt. Mhm. Also ich finde echt, dass die mit dem originalen Automatikgetriebe auch schon gut im Saft stand. Alter. Aber jetzt wird die Kupplung langsam so, wie die am Ende fahren wird. Also das wird korrekt. Das wird vom Fahren her die Hölle. Also meinst du doch mal eine andere Kupplung kaufen? Nee, wenn du halt Leistung fahren willst, ist das halt irgendwann so. Ja, aber es gibt ja halt noch so eine 3-Scheiben-Carbon-Kupplung, die soll wirklich krass sein. Aber ich denke mal schon, dass die Geräusche durch die Kupplung hier kommen. Mhm. Würde ich sehen, wenn es kaputt geht. Die wir letztes Mal auch gefahren sind. Ja. Da hatten wir auch genau 13,8.
Gas gibst, ist leise. Ja. Das hört sich nach so einem Scheibenklappern an, rasseln. Ja, aber die ist, also, ist ja geschlossen. Ja, genau, da kann es ja nichts rasseln. Wir fahren mal ein bisschen tiefer. Start hinlegen, aber wenn du eh ins Getriebe reingucken willst und nochmal einen Ölwechsel machen willst, dann machen wir das nächste Mal. Ja, so, also ich würde sagen, Supra Left-Hand Drive Manual ist jetzt vorhanden. Das heißt, jetzt kann es losgehen mit großen Umbau. Ja. Das heißt, du willst eigentlich einmal alles machen. Ja. Das heißt jetzt nur auf Kolben. Das heißt, auf jeden, aber du kannst ja theoretisch an dem Motor, willst du den schon teilzerlegen oder den lassen komplett so wie er ist? Den lasse ich so wie er ist. Also nicht jetzt an dem Motor schon mal Krümmer bauen? Na, nee. Und alles okay. Aber praktisch Krümmer bauen, großen Lader drauf, ganze Ansaugung, Ladeluftkühler. Genau. Wagner wahrscheinlich, ne? Ja. Auspuff bauen, Downpipe bauen, einmal alles bauen. Ja. Kolben, Blei, Kopf, alles. Das heißt Ziel irgendwas 1000 plus. Ja. Ja, ich glaube 1000 plus in der Supra ist somit das, also da braucht man wirklich die größten Eier, um das zu fahren, weil es ist halt einfach Heckantrieb, man sitzt zwar relativ weit hinten. Wir können hier reinfahren, ne? Genau, ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, so, jetzt haben wir euch einmal gezeigt, wie man so ein Auto auf Schalter umbaut, eigentlich recht einfache Sache. Danke, dass wir dabei sein durften. Schön, dass du da warst. Und zeitlich können wir jetzt auch sagen, wenn man es darauf ankommen lässt, wird der Schalter natürlich ein bisschen schneller sein. Ja. Aber es ist jetzt definitiv nicht so, dass die Automatik total langsam ist. Nö. So, also von meinem persönlichen Gefühl her würde ich als Serien-Supra definitiv eher die Automatik tatsächlich sogar fahren. Mhm. Weil es einfach so als Cruiser. Wollte gerade sagen, ja. So als Cruiser und alles definitiv geiler ist. Und auch irgendwie so dieses Hoch- und Runterschalten hat irgendwie was mit der Originalautomatik. Klar, wenn jetzt natürlich hier erstmal Leistung reinkommt, wird man dann auf jeden Fall mit der Schalter natürlich zufriedener sein. Ne? Wenn man dann so langsam auch so an diesen Laderspool ranfahren kann und so weiter. Ne? Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und ihr könnt euch darauf freuen, wenn es hier weitergeht. Ja. Ciao. Ciao.